Heute möchte ich mit euch die GTX 750 Zotac aus dem Schrott-PC nochmal in einem High-End oder in einem Ryzen 2600 testen und dann schauen wir uns gleich mal die Ergebnisse an. Alles Weitere gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr bei mir eingecheckt habt. Hier ist wieder aus Studio B euer Darky. Ja, bei dem ganzen Studio-PC-Bauen haben wir die kurzzeitig mal verbaut. Und diesen Test muss ich euch einfach zeigen. Das ist unglaublich, was dabei rausgekommen ist. Haben wir eigentlich gedacht, verbauen wir die mal, bevor wir jetzt eine leistungsstarke Grafikkarte einkaufen für den PC. Und habe ich die halt mal kurzerhand verbaut. Und dieses Testergebnis, das müsste ich euch eigentlich mal zeigen. Da ist die Frage, lohnt sich so eine Karte zu kaufen oder nicht? Weil die gibt es ja teilweise bei eBay schon für 50 Euro. Na, ist zwar ein Riesenkracher, aber zu diesem Test möchte ich euch gerne mal mitnehmen und zeigen, dass es sich vielleicht doch lohnt. Wenn man jetzt einen neuen PC baut und das Budget jetzt gerade so ein bisschen knapp wird, ob man alternativ erstmal darauf umsteigt oder nicht. Diese Frage möchte ich heute mit euch klären. Und jetzt will ich auch nicht weiter quatschen. Jetzt geht's ab zum Grafikkarten Hardware-Check. So, wie man sieht, befindet sich das in den ersten Studio PC-Bau, den ich damals, den hatte jetzt mein Sohn mittlerweile geerbt, der Gelütte. Da ist die Karte drin und auf zwar Basis eines 2600er Ryzen, ne, mit 16 GB verbaut, und dann schauen wir uns gleich mal diese verwunderlichen Testergebnisse an. Ich kann das immer noch nicht fassen. Video ist schon ein bisschen älter, also nichts draus machen. Ich muss jetzt abarbeiten. Also geht's jetzt ab zum Benchmark. Ja, so wie man gesehen hat, sind diese, also ich kann es eigentlich auch gar nicht fassen, teilweise mit 49 FPS Cinema Benchmark schmeißt er Werte raus, die mir dann auch nicht so ganz geheuer sind.
Tja, was soll man davon halten? Schreibt's doch in die Kommentare, was so ein Ding eigentlich noch wegreißt. Na? Gut, ich habe jetzt keine Spiele ausprobiert, aber allein diese Benchmark-Ergebnisse haben mich doch etwas verwundert. Entweder durch den Prozessor oder ich denke mal durch die hohe Prozessorleistung, den Arbeitsspeicher, kamen da halt solche Werte bei raus. Also habt ihr zum Beispiel das Budget knapp, wie wir das auch hatten, weil das sollte ja ein Aufriss-PC sein und habt jetzt nichts anderes zur Verfügung, könnt ihr sowas erstmal fürs Erste machen und oder günstig so eine Karte kaufen und auch auf einem anderen System verbauen. Also kein schlechtes Gerät, die Zotac, ne? Muss man ja sagen, mit 1,3 GB und diesen Taktfrequenzen nichts dran zu meckern. Ne? Preis-Leistungs-Verhältnis würde hier auch stimmen. Wie gesagt, gibt es bei eBay, müsst ihr gucken. Ne? Jetzt gerade für so einen Gamer oder kleinen Kinder-Gamer-PC ist die völlig ausreichend. Ne? Da kann man richtig Geld beisparen. Ja, ich hoffe, dieser Test war ganz interessant und informativ. Für mich war das auf jeden Fall mal. Der ist rein zufällig entstanden. Und wenn es das war, dann lasst doch ein Abo da oder hebt den Daumen in nördliche Richtung. Würde mich auch freuen. Ja, ich kann mich an dieser Stelle hier nur verabschieden. Ist schon wieder Sonntag, ich muss schon wieder arbeiten. Und da ich ja noch ein bisschen mehr auf dem Zettel habe, kann ich mich nur von euch verabschieden. Wünsche euch einen schönen Tag, schönes Wochenende, schöne Woche, wie auch immer. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Und nächste Video ist auch wieder bereits am Start, davon haben wir reichlich. Und für die Abonnenten bitte die Glocke nicht vergessen, wie immer, damit ihr auch kein Video verpasst. So, Darky checkt aus. Das müsst ihr jetzt auch zwangsweise tun wieder. Bleibt euch sonst ja nichts anderes übrig. Video ist zu Ende. Und in diesem Sinne, bye bye. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal, worauf ich mich schon freue. Zum nächsten. Hatte Check.